Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge TSW 3. Wir befinden uns auf der Strecke Kassel-Würzburg und wir fahren in dieser gewitterumstülpten Nacht diesen Güterzug, die Baureihe 185.2. Hier sehen wir sie ein bisschen besser. Ha? Und dann würde ich mal sagen, wir steigen ein in den Führerstand und kümmern uns darum, die Lok aufzurüsten. Erstmal eine Fahrtrichtungswende rein, in Vorwärtsstellung, dann lösen wir schon mal die Bremsen und ziehen aber die Lokbremse an. Okay, so, ist angezogen. Scheibenwischer an. Dann einmal hier hin gedreht. BZB, LZB und SIFA an. Schalten wir uns einmal kurz das Führerstandslicht an. So, dann ist alles halbwegs hier gescheit erleuchtet. Federspeicherbremse ist gelöst. Der hintere Stromabnehmer ist oben, das ist in Ordnung. Okay, Signal ist rot. Dann, das ist an. Spitzensignale können wir es noch. Ja, machen wir die reduzierten Lichter an. Sandbremse lösen. Zugsammelschiene aus. Hauptschalter ist drin. Stromabnehmer ist oben. Jawohl. Zugbeeinflussung. Signal ist immer noch rot. Dann können wir auch wieder die Lokführerpultbeleuchtung nur anmachen. AFB machen wir uns gleich an, wenn wir losgefahren sind. Na, das Fernlicht ist immer noch an. Normal. Wir haben hier die Container. Wagen SG GMRSS. Hier dank eines Repaints auch mit DHL-Wagen. Eines Repaints, das gibt es für den PC. Und ja, ich glaube, das ist alles der gleiche Wagentyp, ja. So, nach vorne gesprungen. Unser Signal ist immer noch rot. Können wir uns hier mal diesen DHL-Wagen angucken, der ist ja neu. In diesem Sinne neu. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus, gefällt mir. Auch mal praktisch ein neuer Farbreflex zu den bisher bekannten Containern. Ja. Okay, wir stehen übrigens gerade hier in weiß ich nicht, wo wir stehen. Ja, die Karte verrät das uns ja nicht. Das müsste aber irgendwie Fulda Pi mal Daumen, glaube ich, sein. Okay, Signal ist immer noch rot. Können schon mal das Display hier auf, ach Gott, auf ganz dunkel stellen. Das hier auf dunkel. Das hier auf dunkel. Da hätte ich gerne die Fahrmotoransicht. Wir sind in der mittleren Zugart unterwegs, okay. Und warten. Wir können mal kontrollieren, ob die Zugschlusstafeln an Bord sind. Jawohl, da sind sie. Zugschlusstafeln. Sehr, sehr gut. Ist hier noch irgendwas an Rollmaterial? Nee, ne? Hier steht sonst nichts. Ja, 185.2, die Variante, die nur zwei Stromabnehmer hat. Anders als die 185.5, die dann praktisch einmal hier und noch
da einen Stromabnehmer hat, jeweils mit den Schleifstücken, unter anderem auch für die Schweiz. Die Schweizer Schleifstücke sind ja, glaube ich, ein bisschen breiter, meine ich. Und wir warten auf das Signal immer noch. Wir könnten nochmal anfragen beim Fahrdienstleiter. Nö. Weil da steht halt, dieser Zug fährt laut Plan um 0:01 ab. Warten. Haben wir auch schon gemacht. Mal gucken. Wir haben auf die 155 gewartet. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sobald der aus dem Gleis draußen ist, dürfen wir fahren. Können wir es eigentlich schon mal mehr oder weniger abfahrbereit machen. Die Bremsen am Zug sind ja schon gelöst. So, ich glaube, da endet der Zug, genau. Jawohl, wir dürfen fahren. Mittellangsamfahrt und der Ankündigung auf 100. Vmax ist 120 und wir fahren langsam an, schalten Langsamleistung auf und rollen bereits schon. So, sind erstmal beschränkt. Ich befreie mich mal nicht, weil wir ja Langsamfahrt haben. Vielleicht doch mal das Fernlicht an. Ja, wobei, dann ist eigentlich nur der Regen hier vor uns erleuchtet. Und das finde ich dann auch nicht so toll. So sehen wir halt mehr. Wir können ja in den Tunneln das Fernlicht dann immer anmachen. Huch. Ich habe definitiv nicht die 40 km/h überschritten. Absolut nicht. Wisst ihr, woran das lag? Ich weiß, woran das lag. Ja. Also es lag daran, in dem Moment, wo ich die Leistung abgeschaltet habe, haben die Kupplungen einmal richtig rumgespinnt. Genau, die Kupplung haben da einmal richtig rumgespinnt. Und wir haben so einen kleinen Schub nach vorne bekommen. Und in dem Augenblick ist dann praktisch unser Tachometer auf, was weiß ich, 60, 70 oder sowas hochgesprungen. Und dementsprechend waren wir dann eben schneller als die 40 km/h. Angeblich. Was wir natürlich niemals fahren. Aber die PZB hat dann gedacht, dass wir schneller waren als 40. Eben weil wir diesen Ruck
bekommen haben. Ich weiß nicht, wo dieser Ruck aktuell herkommt. Ich glaube, das ist ein Bug. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so richtig ist. Und dementsprechend wurden wir dann kurz auf über 40 km/h katapultiert. Angeblich. Und ja, toll. Das ist natürlich nicht so schön. Ich hoffe, das wird noch in einem Update irgendwie gefixt. Jetzt müssen wir natürlich warten, bis die Bremsen sich lösen und so weiter und so fort. Das dauert jetzt einen kleinen Augenblick. So, ich glaube, wir fahren wieder. Ja, ist so gerade bei 50 FPS. Und es gewittert. Okay, interessanterweise sind wir jetzt gar nicht mehr in der Beeinflussung. Mit dem nächsten Update. Und ich möchte dazu einmal betonen, dass ich das hier am 25.09. aufnehme. Heißt also zu dem Zeitpunkt, wo das Video veröffentlicht wird, ist vermutlich das Update schon lange draußen. Also mit dem nächsten Update soll das ja gefixt werden, mit den Blitzen, die etwas zu nah auftauchen. Ich glaube, wie schnell dürfen wir fahren? 120 schon. Ja. Mit den Blitzen, die etwas zu nah am Streckenrand auftauchen, die sind dann in ihrer Distanz ein bisschen verändert. So, ab hier sind es 100. Machen uns mal die LZB an. So. Die AFP, nicht die LZB. So. Ja, wir sehen natürlich halt gar nichts, ne? Ist klar. Bei so einem Wetter. Eieiei. Was wir aber natürlich auch haben, nach wie vor ist das Bügelfeuer. Ohohoho. Mal gucken. Das müsste gleich irgendwann jetzt auftauchen. Da. Eieiei. Ich finde es super schön. Also wirklich.
Ganz, ganz toll. Ganz großes Kino. Okay, wir dürfen 120 fahren. Muss ein bisschen mehr Leistung aufschalten, sonst wird das irgendwie nichts. Sind wir gerade in einem Tunnel? Ja. Da. Eieiei. Wahnsinn, wie viel wir doch sehen können. Verrückt. Aber das ist halt eben das Problem. Im Regen sehen wir halt dann nur den Regen. Na? Also. So sehen wir halt mehr, als wenn wir den hier machen. Finde ich, oder? Ja, schon irgendwie. LZB ist mittlerweile auch aktiv, hat sich jetzt auch schon gemeldet. Wir können übrigens die Tunnel auch daran erkennen, dass an den Hektometertafeln dann jeweils noch so eine gelbe Tafel da oben drüber ist und darunter. Und ich glaube, diese Tafeln bedeuten, dass in dem Bereich der Zug bei einer Notbremse nicht zu stehen kommen sollte, meine ich. Also wo die Notbremsüberbrückung aktiv werden müsste. Irgendwie sowas in dem Bereich. Das hat irgendwas damit zu tun. Ich glaube, das heißt halt eben, wenn ein Fahrgast die Notbremse zieht, dass der Zug dann trotzdem nicht in dem Abschnitt stehen bleiben soll, wo halt eben rechts und links die Hektometertafeln diesen gelben Streifen darüber haben. Und das ist in der Regel bei Tunneln so, dass die Hektometertafeln diesen Streifen da eben haben. Ist ja klar, ist ja irgendwie doof, bei einer Notbremse dann im Tunnel stehen zu bleiben. Da ist es ja... Also erstens ist das super gefährlich, weil man ja kaum irgendwo ausweichen kann in einem Tunnel. Und zweitens kommen halt Rettungskräfte vergleichsweise schwer in einen Tunnel rein. Das ist immer was anderes, an einem Streckenrand einfach stehen zu bleiben, weil man da irgendwie immer durchkommt. Aber in einem Tunnel, da müssen ja die Rettungskräfte auch erst wirklich in den Tunnel rein. Und je nach Länge des Tunnels kann das halt echt lange dauern. Und das kann je nach Notsituation dann auch schon vielleicht sogar ein Leben durchaus in Gefahr bringen. Je nachdem, warum man die Notbremse gezogen hat. So, die LZB hält uns bei konstanten 109 km/h. Wir fahren aber auch, glaube ich, gerade, ja, wir fahren ordentlich bergauf. Ja, wir werden sogar ein bisschen langsamer. Aber okay, die LZB möchte halt auch nicht mehr Leistung aufschalten. Beziehungsweise die in Kombination mit der AFB können wir nicht mehr Leistung aufschalten. So, Scheibenwischer aus dem Tunnel. Scheibenwischer an und Fernlicht wieder aus. Das Licht lässt sich bedienen auf der Tastatur mit H bzw. Shift H. Der Scheibenwischer mit V und Shift V. Und die Pultbeleuchtung mit L bzw. Shift L, die Instrumentenbeleuchtung mit I. Macht jetzt hier keinen Unterschied. Ja.
Ach, schon angenehm, so ein Tunnel. Hat irgendwie was. Ja, wobei wir können auch eigentlich mit dem Fernlicht auch fahren. Bei den Geschwindigkeiten merkt man das mit dem Regen halt nicht ganz so sehr. So, Scheinwischer aus. Wir fahren immer noch bergauf, ne? Ja. Was ist denn, wenn wir den Sander... Ich vergesse mal, welche Taste der Sander ist. Wenn wir den einfach durchgehend bedienen. Ja, macht auch nicht so einen Unterschied, ne? Also der Sander macht da auch keinen Unterschied. Jetzt sind wir eh in der Ebene. Haben noch 49 Kilometer vor uns. Und sollen da wann ankommen? Um 51, also eine halbe Stunde. Ja, also lehnt euch zurück. Die Fahrt dauert noch ein kleines bisschen. Ich lehne mich mal auch ein bisschen weiter in meinem Stuhl zurück. Hallihallo. Güterzug 185. Auch mit Containern unterwegs. Ja, um die Uhrzeit sind wohl viele Container, die hier hin und her geschifft werden. Unterwegs unser Zug ist ja tatsächlich einer, der kommt aus Hamburg-Waltershof. Und fährt weiter nach Beimerstetten. Das ist eine ganz normale Fahrplanfahrt. Kein Szenario oder so. Auch kein Repaint. Heute mal Vanilla unterwegs. So, ich darf jetzt einmal hell. Oh, noch ein Zug. Hallihallo. 187 mit Containern unterwegs. Hat mich sehr gefreut. Ja, ich hoffe, dass das Problem auch, dass es in den Tunnel noch blitzt, gefixt wird. Aber ich denke mal, dass das schon zum Zeitpunkt, wo dieses Video rauskommt, vermutlich schon gefixt sein wird. Das ist aber ein langer, langer Tunnel. So, die LZB bremst uns auch schon hier gut runter. In Kombination mit der AFB. Und hält die Geschwindigkeit bisher sehr, sehr gut. Trotz 1,2% Abstieg. Trotz Abstiegs.
Der Trotz fordert als Kasus den Genitiv. Das ist ein sehr, sehr langer Tunnel. Ein sehr langer Tunnel. Wir fahren hier runter in Richtung Augsburg, ne? Augsburg ist hier. Und wir halten aber hier. Hier ist, glaube ich, Fulda, ne? Nee. Doch. Kommt, glaube ich, hin. Ups. Interessant ist, dass die 185 jetzt auch diesen Türfreigabesound hat, wenn man, ich glaube, langsamer als 30 fährt. Das hatten die anderen 185er, glaube ich, nicht, ne? Das ist mit der 185 neu. Definitiv auch die beste im Spiel, würde ich sagen. Die und halt die Dresden-Rieser-Variante. Die sind beide ungefähr gleich. Scheibenwischer an. Pultbeleuchtung können wir auch wieder ausmachen. Natürlich sehen wir von der Landschaft überhaupt gar nichts. Na, das ist klar. Und Scheibenwischer aus. Die LZB sagt, dass wir weiterhin problemlos fahren können. So, hier geht's wieder raus. Vorsignal ist grün. Das Sperrsignal steht auch auf Fahrt. So muss das sein. Und Tunnel, Scheibenwischer wieder aus. Das Spielchen, das wiederholt sich jetzt das ein oder andere Mal.
Immerhin haben wir noch die Sifa, damit wir nicht einschlafen. Ja, es lässt sich aber auch nicht mehr viel sagen, ne? Wenn man hier die ganze Zeit so im Tunnel unterwegs ist, mitten in der Nacht mit einem Güterzug, da passiert halt nicht viel. Man fährt, man rollt, man sieht ab und an mal hier ein bisschen Gegenverkehr. Hier mit der 185, mit den KIJLS-Wagen. Beziehungsweise generell mit einem gemischten Güterzug hier. Ja, das sieht man mal so, aber das war's dann auch. Wir können auch von Glück davon sprechen, dass wir ein Gewitter haben. Das ist... Oh. Wir werden da ein bisschen zu... Wir waren da jetzt gerade einmal schon sehr, sehr, sehr unangenehm schnell. So. Wir waren jetzt gerade schon bei 124. Ich hätte gedacht, dass die Zugbremse... dass die LZB automatisch die Zugbremse mitnutzt. Wenn die E-Bremse nicht ausreicht, aber das hat sie nicht getan. Oder ich habe es nicht gesehen. Interessant ist auch, dass sie so eingestellt ist, dass wir, obwohl wir bei 119 sind, oder gerade eben noch waren, die LZB die Bremse nicht ausgelöst hat, sondern weiterhin gebremst hat. Was schlau ist. Das ist ja doof, wenn die Bremse die ganze Zeit gelöst und wieder angezogen und gelöst und wieder angezogen wird. So, jetzt ist sie auf jeden Fall fast komplett gelöst. Ja, nee, jetzt wären wir wieder zu schnell. Aber gut, das prinzipiell macht das die Lok schon sehr, sehr gut selbst. Man sieht halt einfach gar nichts. Es gibt halt auch dummerweise entlang dieser Strecke nahezu keine wirkliche Infrastruktur. Ne? Also es gibt halt kaum Bahnhöfe, an denen wir vorbeifahren, mit irgendwelchen Bahnsteigen, die uns noch beleuchten könnten oder so. Das gibt es halt einfach auf dieser Strecke so gut wie gar nicht. Nicht, dass das irgendwie schlecht gebaut ist oder so, seitens Entwickler, sondern das ist halt in Realität der Fall. Dementsprechend haben wir auch ganz, ganz wenig Licht um uns herum, Lichtquellen um uns herum. Ab und an mal vielleicht so eine Straßenlaterne, die uns noch beleuchtet, aber das war's dann auch. Ja, so eine Nachtfahrt auf Dresden-Riesa sieht ja ganz anders aus. Da fährt man ja ständig an den ganzen Regionalbahnhöfen und so vorbei, die einen so schön in den Führerstand hineinleuchten. An den ganzen Straßen und so, aber wir sind halt hier auf einer Schnellfahrstrecke unterwegs. Hier gibt es keine Regionalbahnhöfe, hier gibt es auch keine irgendwie Industrien oder so, die hier groß angeschlossen sind. Die Strecke ist halt hauptsächlich dazu da, damit Züge möglichst schnell hier durchkommen. Nicht, damit sie anhalten. So, auf in den nächsten Tunnel. Oder? Nee, doch nicht. Ich dachte, jetzt käme noch eine kleine Überleitstelle hier. Ja, manchmal, wenn es vor uns blitzt, dann sehen wir noch so ein bisschen, was hier so rechts und links am Streckenrand ist. Das ist dann doch mehr, als man denkt. Also rechts sind zum Beispiel jetzt auch noch mal zwei Gleise von uns, aber die sehen wir halt nicht wirklich.
mal die Lichtquelle ausgenutzt, die wir gerade haben. Naja, gut. Was ist das? Achso, das ist hier eine von diesen Überholungsgleisen, ne? Dass man hier zur Seite genommen wird, um überholt zu werden. Oder eben um andere zu überholen, wenn man nicht zur Seite genommen wird. Ah, sehr schön. 182. Herrlich. Also man schön, dass man nicht dann nur die 185 sieht, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass eine andere Güterzuglok da hineingesappt wird, ist recht hoch. Ne, wir haben jetzt 185er gesehen, 182, 187, 155 haben wir gesehen. Also im Grunde genommen einmal das komplette Repertoire. 143 bzw. 112 sind, glaube ich, von vornherein eingestellt, dass sie nicht hinein wechseln können als Lok. Wobei bei der 143 weiß ich nicht, da kann es sogar sein, dass wir sie noch zu Gesicht bekommen. Die 112 jedenfalls ist nicht mit drin. Und was fehlt noch? Ja, die MRCE-Loks haben wir noch nicht gesehen. Da weiß ich nicht, ob die überhaupt dabei sind, 185 und 182. Ob die praktisch ins Spiel auch hinein, zufällig hineingespawnt werden, weil die halt eben unter dem Tag MRCE im Spiel mit drin sind und nicht unter DB. Und es muss halt explizit MRCE auch aktiviert werden. Als Loks, die theoretisch hineingespawnt werden können. Und ich kann mir vorstellen, dass das entweder vergessen wurde oder aus irgendwelchen bestimmten Gründen nicht gemacht wurde. Jedenfalls ist das möglich, dass MRCE vielleicht tatsächlich hier nicht auftaucht als KI-Verkehr. Im Fahrplan selbst können wir auf jeden Fall die MRCE-Varianten benutzen. Sowohl von der 185 als auch von der 182 und auch die Railpool 185. Auch die können wir nutzen. Aber mal gucken, vielleicht kommt sie uns doch nochmals im KI-Verkehr vorbei. Uns kam ja schon einiges wirklich an Güterzügen auch entgegen, ne? Was ich noch cool gefunden hätte, die Kesselwagen werden ja im Spiel nicht mitgeliefert. Da wäre es natürlich ganz cool gewesen, dass, wenn man sie besitzt, sie halt auch zufällig ins Spiel hineingespawnt wären. Zum Beispiel die von Dresden-Riesa. Das ist aber, glaube ich, nicht der Fall. Das wäre noch schön gewesen.
Aber gut, vielleicht ist ja auch auf dieser Strecke nicht wirklich was an Kesselwagen-Güterzügen unterwegs. Das kann auch sein. Oh, wir sind wieder ein bisschen sehr schnell. Aber gut, okay, das schafft die E-Bremse. Jetzt schaffen wir es wieder nicht so ganz auf Geschwindigkeit zu kommen. Ja, es geht wieder bergauf. Sehr, sehr langsam. Na, 6 Kilometer noch, dann sind wir da. Jetzt sind die auch nahezu pünktlich, ne? Noch 5 Minuten für 6 Kilometer bei 100 km/h. Ja, das so. Ist, glaube ich, mathematisch machbar. Kommt natürlich darauf an, wann wir runtergebremst werden. Und ob das die LZB überhaupt für uns macht. Ich glaube nämlich nicht. Wobei, wir sehen es nur für die nächsten 4 Kilometer. Deshalb weiß ich nicht, aber wir haben noch über 5 Kilometer. Mal gucken, ob die LZB jetzt gleich reagiert. Aber ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh, die Leistung wegzunehmen. Ich verstehe nicht, warum man hier nicht einfach eine Textur hineinmacht, ne? Das kann doch gar nicht so viel Arbeit sein. Es gibt ja unzählige Mods, die das machen. Das wäre schön. Einfach nur eine Textur. Es muss hier nicht bedienbar sein, wie bei der 155. Es reicht doch einfach nur eine Textur. Ja, LZB. Da ist die Ankündigung. Auf einen Halt in etwas mehr als 3 Kilometern.
Aber ich glaube, ein LZB-Ende oder sowas müssen wir jetzt gar nicht befürchten. Ein bisschen Leistung lasse ich noch aufgeschaltet. Das ist ja noch immerhin, sind ja noch immerhin 3 Kilometer. Ja, 40 Kilonewton ist, glaube ich, ganz gut. Ah, vielleicht noch ein bisschen mehr. Sagen wir mal 70, 60, 70 Kilonewton. Damit kommen wir über den Berg. Okay, das ist dann halt zu erwarten. Müssen wir jetzt natürlich nicht bestätigen, weil wir in der LZB sind. Die LZB wird uns auch sicherlich automatisch runterbremsen, ne? So, 1 Kilometer haben wir noch bis zum Signal. So, Gefahrenleuchtmelder das an. Aber solange der nicht blinkt, ist alles in Ordnung. Wer oder was steht da rechts? Konntest nicht erkennen, was das für eine Lok war. Ja. Na, komm, ein paar Meter noch, ein paar Meter noch, ein paar Meter noch. Ja. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ja. Fast. So, ich glaube, wir können anhalten. Oh, seriously. Oh, Mann. Das finde ich echt ätzend, ne? Ach. Jetzt schaltest du auch keine Leistung auf, weil die LZB sagt, dass wir stehen müssen. Das ist natürlich Schwachsinn, ne? Und bye bye LZB. Was auch immer das gerade für eine
Lok war? Ah, auf jeden Fall ein Güterzug. Los. Die paar Meter noch. Come on. So, dann ohne AFB anfahren. N801. Jetzt fahr doch mal, du Ungetüm aus Stahl und noch mehr Stahl. Nee, darauf habe ich keinen Bock. Ich danke euch fürs Zusehen. Alles Gute, alles Liebe. Tschüssi.